Der erste Wiener Bezirk ist eher bekannt als Touristen- bzw. Arbeitsbezirk. Nur 17.000 Einwohner bewohnen die innere Stadt. Schon bald soll sich das ändern, denn in der Renngasse entsteht ein neues Wohnhaus. Eine wahre Seltenheit. Wir sind seit 10 Jahren das erste Projekt, Neubauprojekt im ersten Bezirk. Dadurch haben wir sehr viele Vorteile. Wir können viel effizientere Grundrisse gestalten. Das heißt, im Normalfall in klassischen Altbauten im ersten Bezirk sind 2 Zimmer 80 Quadratmeter. Bei uns sind das zwischen 45 und 60 Quadratmeter. Dadurch ist natürlich der Gesamtpreis des Produktes leistbarer. Und wir haben hier einfach eine sehr moderne internationale Architektur. Das hat geplant die Firma 3XN. Da hat es einen internationalen Architekturwettbewerb gegeben. Und wir wollen halt hier das Lean Luxury, dieses puristische, nordische, haben wir umgesetzt. Und das kommt hier wirklich sehr, sehr gut an. Zurzeit befindet sich das Wohnhaus noch in der Bauphase. Einige Details der interessanten Architektur sind bereits sichtbar. Das Gebäude namens Number 10 soll eine internationale Star-Architektur in die Wiener Innenstadt bringen. Die Besonderheit an diesem Gebäude ist sicher die besondere architektonische Ausgestaltung und die besondere Form. Insbesondere kann man sagen, dass es sich hier um ein architektonisches Gesamtkunstwerk handelt. Es war nicht leicht, diese besondere Form, die sicher einzigartig in Wien ist, in die Form der Wiener Bauordnung zu pressen. Und so bedurfte es doch sehr vieler Besprechungen und Anstrengungen und auch Ausnahmegenehmigungen, dass man sowas hier richten kann. Das Besondere an der Form ist einfach, dass es in zwei Richtungen schief ist. Es ist im Grundriss geschwungen und nach oben hin sich verjüngend. Ungefähr so, wie man es in New York auch sieht. Durch den Neubau ist eine schönere Gestaltung des Platzes möglich. Der Innenhof wird optimal genutzt. Ja, in dem konkreten Fall ist es so, dass hier diese Verbindung von der Renngasse zum tiefen Graben ja besteht und wesentlich verbessert wird. Es wird der Raum neu gestaltet und die Stiege wird erneuert, verbreitert und es wird auch ein Aufzug kommen, der sozusagen dann behindertengerecht die Bewegungen von unten tiefer Graben in die Renngasse hinauf ermöglicht. Insgesamt 69 Luxuswohnungen in der Größe zwischen 50 und 100 Quadratmeter und 4 Dachwohnungen zwischen 200 und 240 Quadratmeter werden hier entstehen. Bereits 70% der Wohnungen sind schon verkauft. JP Immobilien setzt bei diesem Objekt auf Zusatzleistungen, die für jeden Bewohner nutzbar sind. Der Service fängt beim Hauseingang an. Es gibt einen Doorman, dann haben wir einen Salon, den ich buchen kann, wo ich Dinnerpartys machen kann, eine Bibliothek, dann gibt es einen Gym, einen Yoga-Raum und das rundet einfach dieses Gesamtpaket sehr gut ab. Kleine, effiziente Wohnungen, ich nütze in Wirklichkeit nicht immer, ich brauche nicht diese Großzügigkeit, weil wenn ich eine Dinnerparty mache, dann buche ich einfach diesen Raum und sonst würde das große Wohnzimmer das ganze Jahr nicht wirklich effizient genutzt werden und auf das haben wir hier einfach sehr gesetzt. Bei einer gleichen Feier konnten die Bewohner ihre zukünftigen Wohnungen besichtigen und diese zeigten sich begeistert und freuen sich auf die namentliche Wohnadresse. Ich habe mein Studium in Wien gemacht, also ich bin eigentlich halb Wiener. Mich hat es dann in Steiermark verschlagen, beruflich, und irgendwann einmal wird es mich wieder etwas mehr nach Wien ziehen. Mehr für mich ist es, dass man in der Innenstadt einen Neubau hat und die Möglichkeit, einen Garagenplatz für Auto auch zu haben. Ab Frühjahr 2019 können die glücklichen Bewohner das Number 10 beziehen und werden somit stolze Besitzer eines smarten innerstädtischen Luxusdomizils.